Willkommen zurück zu Fallout. Wir sind hier unten bei, wo sind wir überhaupt? Ach ja, wir sind in dieser Dingenskirchens-Sache. Und ich kann heute endlich wieder 800.000 Jahre aufnehmen. Ich habe jetzt schon drei Folgen aufgenommen. Und werde jetzt auch noch weitermachen. Wir gehen mal noch hier runter. Ihr wisst ja, da unten an dem Leuchtturm, die haben den Mann von der Mrs. Dalton gekillt. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, den Leuten dafür den Anus aufzureißen. Von unten bis ungefähr zum Kopf hoch. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, die Mucke läuft. Ah, schäm, schäm. Ich bin jetzt auch noch ein bisschen fitter als vorhin, weil der Tag jetzt schon, ja, ein bisschen auf die Mitte zugeht, ja, da bereits die, ja, und da bin ich einfach fitter als morgens, um Gottes Willen. Ich habe die ganze Zeit gegähnt, immer wenn Dialoge waren. Hab ich gegähnt, shit. Okay, so ganz wach bin ich ja nicht. Beziehungsweise ganz fit. Aber ja, ich biege ja gerade wieder meinen Schlafrhythmus richtig Hey, hin. du Genie, du kriegst Strahlung ab. Verschwinden wir. Hey Kate, halt dein Maul, okay? Du Snitch. Da lang müssen wir. Da vorne ist noch so ein. Okay, passt auf. Boah, shit, das ist. Okay. Wir machen es so. Zack, zack, zack. Dann gehen wir runter. Wir gehen zum Nukleus. Und dann zu dem restlichen Kram. Ich hoffe, hier ist nichts. Ich renne einfach komplett nackt frei wieder rum. Als wenn ich total cool wäre. Aber hier scheint nichts zu sein. Haben wir eigentlich noch einen Skillpunkt? Ja, gell? Wir haben noch einen Skillpunkt. Oh mein Gott! Okay, vielleicht outrunnen wir den einfach. Wie der sich anhört, wie so ein Ding aus Metall. Was, der ist nur auf Vorsicht gestellt? Hat er uns jetzt gar nicht gesehen, oder was? Oh, der Sound. Das hört sich krass an. Wie so ein Dingsturm, der gerade abgeht. So ein Radiation Storm. Komm hier nicht hoch. Hallo, spring doch mal dahin. Alter, will er mich verjuckeln? Was sind das für Geräusche? Da ist jemand. Moment mal, warte mal. Wenn dieser Schleicher da weg ist, oder nee, Angler, ein Angler ist das. Das ist eine Leiche, ne? Ich dachte, das wäre jemand, der da irgendwie steht. Okay. Ich gehe noch weiter zum Nukleus und da oben ist auch irgendwas auf dem Berg. Wir gehen ganz kurz zu dem Bergding, weil ich kann mich dann von da fallen lassen. Von dem Ding. Sag bloß, das ist so ein ähnlicher Satellitenstützpunkt wie auch im restlichen Commonwealth. Würde mich doch wundern. Wenn der auch einfach nur irgendwas verstärkt, was wir hier. Gut, keine Viecher in den Bäumen. Ah jo, das ist genau dasselbe. Safteimer. Hier wird aus der Pflanze der Ding gesammelt, der. Ja, der Saft eben. Shit. Was geht hier ab? Warum ist der denn tot jetzt auf einmal? Hat er zu laut Musik gehört oder was? Geschafft. Geschafft. Kann mir helfen, das aufzubrechen. Du kannst was aufbrechen. So siehst du aber nicht aus. Come on to the Fallout, baby. Du, 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 du. Ah, das kann man gar nicht ausfahren. Okay, es ist wirklich nur eine Radiostation. Ah, alles klar, dann gehen wir noch zum Nucleus, bevor dieser Sturm uns hier komplett einreißt. Das ist wahnsinnig laut. Ich will ihn eigentlich nur entdecken. Aber ich werde dann. Naja, wir haben halt. Wir führen jetzt gleich ein paar Gespräche mit denen, aber das passt schon. Hallo, Jungs. Das kannst du nicht tun. Alles gut. Wir waren loyal. Fanatiker für euch. Es bestehen Zweifel an eurem Glauben. Ihr müsst euch beweisen. Einer kehrt zu uns zurück. Der andere zu Atom. Richter, das ist Wahnsinn. Du kannst nicht von uns erwarten, dass wir. Wow. Hast du noch weitere Fragen? Respekt, bruh. Danke, Großfanatiker. Gamma-Patrone. Gamma-Kanone. Gamma-Patrone. Ich bin halt ein richtiger Dummkopf. Oh, 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 yeah. Auf die hätte ich auch irgendwie Bock, ne? Die hatten wir schon mal gehabt, ganz, ganz am Anfang. Die macht 112 Radiation-Schaden. Bringt halt nur was bei. Oh, die Fallensteller sind dadurch wahrscheinlich ziemlich, ich sag mal so, irritiert. Wo ist denn die Harpunenkanone? Die macht 181. Trotzdem ist die krasser mit 112. Die müssen wir auch mal spielen. Warum haben wir denn die nicht gespielt? Hallo, Sir? Oh,
Was machst du hier? Ich bin schön. Habe dich geschickt. Nein, ich bin aus dem Commonwealth. Alles okay. Ich bin nicht aus Far Harbor. Ich bin aus dem Commonwealth. Hm, eine ganz schöne Reise. Dann erklär mal, was du hier tust. Suchst du einen Platz unter Atoms Kindern? Ja. Ich würde gerne mitmachen. Bin dabei. Mitmachen. Die Entscheidung über Neuzugänge überlassen wir Atom. Du musst ein Ritual durchlaufen. Dich ihm gegenüber als würdig erweisen. Ok. In Ordnung. Ich tue, was Atom verlangt. Hoffen wir, er befindet dich für geeignet. Nicht weit von hier gibt es eine kleine Quelle. Trink von ihr und folge dem Weg, der sich dir bietet. Wenn du zurückkommst, sprechen wir über deine Aufnahme. Okay. Visionen im Nebel. Somit haben wir das ja auch schon mal getriggert. Ich schalte hier wieder alle an. Wir Fleisch ins Wasser. Spüre Schiffsbrecher auf. Ist das vielleicht der Dödel, den wir vorhin schon zu Gesicht bekommen haben? Der von gerade eben in dem Teich. Kann das sein. Warum habe ich hier jetzt, bin ich jetzt reingehe, rasten sie aus, ne? Klar. Ich habe jetzt noch nicht ihr Pisswasser getrunken. Und, achso, der Weg geht aber darunter. Leute, der Weg geht aber für mich durch euer Pisswasser. Ah, sehr gut. Ihr habt eine Brick gemacht, das ist gut. So eine Brick ist gut, gell? Hm. Dass man nicht durch euer, naja, Wasser schwimmen muss halt, ja? Ihr hebt also strahlendes Wasser auf. Das kann doch einfach nicht, oder? Also einfach so von der Biologie dahinter ist das doch... Das ist unangenehm. Das ist ja unangenehm, wenn man sich bei sowas aufhält. Klar, gut, ich meine, daraus sind ja auch dann wiederum schon andere Spezies entstanden, wie die Super Submutants und die Ghule. Aber so für die normalen Menschen ist das schon irgendwie grob, ne? Klar, ist logisch. Man kann sicherlich gewisse Resistenzen aufbauen, beziehungsweise nicht direkt eine Resistenz, aber ihr wisst, was ich meine. So annähernde oder angehende Immunitäten aufbauen, aber so alles in allem ist das doch schon ziemlich starker Tobak, was hier passiert. Was haben wir denn da? Ach, wir sind direkt in dieser Quelle. Okay, die haben wir jetzt schon mal entdeckt, das ist gut, da können wir uns dann teleportieren. Ich gehe noch darüber, dann haben wir nämlich auch alle Gebäude und Ecken und Kanten hier in dem, an der linken Hälfte der Karte. Haha. Ich renne durch das Wasser, bekomme keine Strahlung. Jetzt bin ich aber an Land und dann heißt es wieder Strahlung. Come out to the Fallout, baby. Du. Sägemühle am Echo Lake. Ich recherchiere irgendwo ein Gag doch. Ich kann der Gag nachhören schon. Plündach und da will doch cool. Ich gehe einfach. Oh oh. Der ist im Haus wahrscheinlich, dieser wilde Code, cool. Ich kann doch auch in Ducken springen, ja. Es geht doch. Was haben wir denn da noch? Oh mein Gott. What the fuck? Ich glaube nicht. Kate. Ich hätte gerade selber wollte da jetzt irgendwas raus. Kate, das wird nie im Leben ein Spaziergang. Wow. Okay, Kate. Okay. Oh, glaubt ihr die Gamma-Patrone? Gamma-Kanone? Patrone. Ich glaube, ich nehme die Gamma-Patrone. Wenn wir... Mal wieder der Hamsen. Oh! Das Damage steht aber ordentlich. Geil. Mal gucken, was der für eine... Also wie schnell der... Wie das aussieht. Oh mein Gott, ist das Ding krass! Schlüpfling. Hahaha, lächerlich. Fucking lächerlich. Du hast auch schon deine Maden ausgeschissen, sehe ich das richtig? Deine Maden sind einfach so widerlich. Guck mal, wie ich sie einfach zerkloppe. Wie ich unter meinen Fingern zack, zack, squishen. So. Leute, damit 10mm Pistole. Ich glaube, damit haben wir die krassesten, eine der krassesten Wummen hier am Start. Warum haben wir die nicht früher genommen? Ihr seid aber auch Gauner, dass er mir nichts sagt, ne? Ihr so, ja, leg die ruhig. Hier ist doch jetzt nicht jemand, der herumläuft. Filmster, dir macht das ja nichts aus. Warum macht dir das jetzt nichts aus? Warum ist hier ein Brustkorb drin? Was geht das mit dem? War Schütze mit dem Buschkorb da, ha? Okay, dann macht die hier eigentlich noch mehr, eher mehr Damage, ne? Und denkt dran, wir futtern
Schön das Fleisch von der Trulla. Ich weiß, links von uns steht noch jemand. Gebackene Blähfliege ist auch nicht schlecht. So. Come to the Fallout. Fallout, baby. Dude. Was hebst du da auf? Weg, Arsch. Hast du gerade irgendwas aufgehoben? Ein gnadenloser Fallensteller. Der ist richtig gnadenlos, wenn es ums Fallenstellen geht. Schieße ich vielleicht nochmal weiter? Ich lade jetzt erst nach. Aha. Da flutet aber ordentlich. Kate? Hast du gesehen, dass ich hier gerade am Kämpfen bin, Kate? Willst du mir nicht... Willst du mir nicht helfen? Oh, der haut schon rein irgendwie, ne? Und die Mucke geht ultra ab. Hey, dude! Schön mit 92%... 92% Trefferchance, what the fuck? Boom! So, etwas kopflos der Herr, ne? Mhm. Das war eben, sie sahen eine 92%ige Trefferchance. Wahnsinn! Das ist totaler Wahnsinn! Der ist jetzt auch gedärmt, okay. Kate, wo liegst du wiederum? Wo chillst du? Da ist noch eine Quantum. Vielleicht fange ich doch mal an, die zu trinken. Weiß nicht, ob ich die jemals brauchen werde. Da hinten waren wir jetzt schon. So, wir müssen ja eh in die andere Richtung. Dann drehe ich mich einfach so. Und laufe jetzt komplett diese Richtung. Und laufe noch den Kram ab. Denn, Angler. Können wir mal die Puppe schmatzen. Wir nehmen die Gamma Patron. Schon wieder habe ich Patron gesagt und nicht Kanan. Ich hätte... I need this new name. Hello. Hi, guys. How can I help you, guys? Was macht das? Es macht gar keinen Damage, diese Gamma-Patronenwaffe. Gamma-Kanone. Meine ich. Pass auf. Ha! Go. Oh. Hier sind keine Feinde, sehr gut. Da haben wir noch was, aber das wurde uns eh angezeigt, genau. Das heißt, hier rechts ist gar nichts mehr. Aber wir haben jetzt wahrscheinlich diesen einen Angler umgangen, das ist ja schon mal nicht schlecht. Können wir direkt zu dieser... zu diesem Haus oder was es ist. Hier ist auch nochmal ein Häuschen, da oben steht was, eine Kiste. Oh. Wer schießt hier? Was ist los? Ist hier jetzt doch irgendwas? Schatten. Also ein Fallensteller versus. Wieder Ghoulstreuner. Supermutantenmeister. Und ich sage irgendwas mit Schattenstrolch. Hier, Freunde. Wollt ihr noch eine haben? Bitteschön. Oh. Das! Der Mutant ist tot. Der Supermutant ist eben gestorben. Hörst du das? Also ich nehme stark an, dass die Gamma-Ding bei ihm auch keinen Damage macht, weil das sind ja Supermutanten. Das ist denen ja völlig egal, ne? Ja, guck mal. Macht eigentlich einen. Hat ihn gar nicht getroffen, glaube ich. Da haben wir richtig schön viel Munition. Dann wechsle ich jetzt einfach wieder auf die Pump. Wir spielen, kleiner Mensch. Das kann Spiel sein. Wow. Also, oh, habe ich ihm... Also unsere Präzision ist wirklich wahnsinnig schlecht. Das sollten wir echt mal verbessern. Ach, eigentlich könnte ich mir für die auch die Minigun in die Hand nehmen, geben. Krass, also scheinbar haben die gegen die Ghule echt Probleme gehabt hier. Da ist noch Vorkriegsgeld. Das könnte ich mir mal ansehen. Siehst du doch mal an, Kate. Siehst du doch einfach mal an. Aber nicht Drogen nehmen. Hier ist Munition. Kate, what the fuck? Wo, wie? Hey. Sag, was du brauchst und ich kümmere mich darum. Die Kate, wir haben Glück. Hier ist Munition. Kate, da ist keine, das ist keine Munition, Kate. Das ist Dreck.
Du hast jetzt einfach Dreck aufgehoben. Sagst du mir immer, ich wäre so ein Dreckspatz. Dabei bist du so ein Dreckspatz. Die Slit. Ah, hier ist nichts mehr. Komplett die Richtung verloren. Läuft da lang. Ein Fetter. Und, Crown Kicks. Ich glaube, wir müssen da wieder hoch. Genauso. Ach ja, es kam jetzt zwischendurch, hatte ich immer wieder Probleme, Fallout täglich zu bringen. Hat einfach no time. Aber das sollte jetzt erstmal aus der Welt geschafft sein, dieses Problem. Oh! Okay. Bringt bei euch die Gamma-Ding jetzt was? Seid ihr jetzt Fallensteller oder was seid ihr? Bist du nur Mann oder Maus? It's coming. Okay, bringt einfach nichts. Nichts. Aber so Harpun. Fast tot. Oh Gott! Okay, ich verbrauche die Harpun jetzt sicherlich nicht für diesen Kackhund. Wir haben noch die Plasmakeule. Ja, macht fast gleich viel Schaden. Wir haben viel mehr Ammunition. Doggy. Oh, hi, Doggy. Ah, oh, die Kate geht hoch und verkloppt ihn. Rit him his ass, dude. Bye bye, Fallensteller. Sag schon mal gute Nacht zu deiner Mutter. Kate, schlag ihn, während ich schieße. Kate, ich bin wegen dir gestorben! Ach, dass die nichts macht. Die schlägt ihn und bleibt dann erstmal stehen, wartet, was ich so mache, guckt, wie ich reagiere und macht dann erst was. Kate, das ist echt lag, dude. Das ist ja lag. So, achte, oder warte. Ich habe jetzt ja extra die Ding behalten. Unseren Jagdboy. Haha. Kate. Ah, Kate, du bist so dumm. Manchmal, Kate, manchmal hasse ich dich. Jetzt hat sie zu mir gelockt, jetzt ist... Kate, du behindertes Snitch, ey. Sie lockt sie an und rennt dann wieder weg, anstatt halt dran zu gehen. Keine Ahnung, warum er jetzt in den Ding-Modus geht. Dummkopf. Jetzt wird's persönlich. So, okay, das war... Oh, 39 hat dieser einen Kampfhund gebracht. Krass. Jetzt heißt es sterben. Schade, wir haben so viel Munition für diese 308er haben wir echt viel. Ja, hier ist er doch. Jetzt haben wir so viele Wummen. Ist aber auch irgendwie cool, dass man da wechseln kann. Oh, du Pisser. Okay. Der hat uns gekrippelt. So. Das ist ein normaler Jet. Das ist jetzt. Yeah! Und What the fuck? Der hat irgendeine Ultrawaffe am Start. Okay, passt auf. Hinzukommend. Drücke ich noch das hier. So, abwarten. Dann, zack, das hier. So, voll werden lassen. Gut, wir werden voll. Und dann nehmen wir Jet. Speichern. Jet und los geht's. Ich lasse hier schon mal andrehen. Yay! Na? Kurz warten. Und, wo ist der Aufgang hier? Shit. Vielleicht hören sie mal auf mich zu schießen, Monsieur. Okay, der krümmt mir so schnell die Arme. Ich sehe, was deine Mutter ist, dude. I consigned. Die ist nicht so ganz optimal. Die Waffe macht wahrscheinlich auch nicht so viel Damage bei ihm, ne? Guck mal, jetzt geht sie ran. Jetzt, wo sie mich blockt, diese dumme Kuh. So, erstmal ein Critical. Bam! Und jetzt einfach den Rest hinterher, bevor ich verreck. Sehr gut, Kate. Oh mein Gott. Habe ich eben echt alles daneben geschossen. So. Oh, Heidenei. Echt krass. Was hat der jetzt für eine Wumme gehabt? Das war dieses Kampfscharfschützengewehr.
Es sah aus, als hätte er eine Pistole in der, Pistolette in der Hand gehabt, oder? Ich weiß nicht, ob ich es mitnehmen soll. Gehen die eigentlich hoch? Ja, ne, die gehen hoch. Haben wir schon getestet, glaube ich. Okay. Wow, Kate, es geht auch hoch. Ist das jetzt so eine Art Vorhut? Hier die... Die Boys hier aus dem Lager. Da noch jemanden gehört. Da knurrt er mich einfach an. Oh, ich hoffe, ich treffe über durch diesen Karton. Okay. Nicht. Komm, weiter. Weiter. Das hat sicher wehgetan. Und sie. Oh. Das fand sie jetzt richtig tragisch, dass ich ihn gekillt habe. Come on. Ah. Aha. Cool. Cool. Schallgedämpfte. Kete, ich dachte, du hilfst mir. Ich hätte noch nicht mal geschrien. Achtung, Wolf von der Seite. Ein erster Hilfekoffer, der abgeschlossen ist. Sehr verantwortungsvoll von euch. Falls mal jemand schnell Hilfe braucht. Ach komm. Na. Nee. Das wär's. Das wär's. Was blubbelt denn hier? Ah, die haben was zum Kochen aufgesetzt. Schild. Sauberes Jeanskleid. Da vorne ist irgendwas. Ach ja. Ich will jetzt endlich dieses Haus entdecken. Bevor ich jetzt hier noch alle Minen ablaufe, die es im Spiel gibt. Ajo! Kate ist hinter uns wahrscheinlich komplett zerstört schon. Ryberry Point. Hallo Jungs! Oh. Hier sind viele, hier sind viele. Der hat eine Schrot, der hat eine Schrot, der hat eine Schrot. Weg mit dir. Mit so einer Schrot ist nicht zu spaßen. Das kann auch ins Auge gehen. Genauso wie das. Hey, natürlich war das leicht, dass er nichts gemacht. Das mache ich hier alleine. Crown Kick Vorrat. Wir sind gerade safe, wortwörtlich safe. Habt ihr das gesehen? Ja. Keiner verfolgt uns gerade, voll merkwürdig. Wir killen hier gerade neben denen, ihre Leute. Kann aber nicht pennen. Anything goes. Mir ist bei Fortnite aufgefallen, dass man kann ja alles mögliche kaputt machen und so, man kann nicht durch solche, jetzt wie hier, durch solche Löcher gehen. Die zählen dann einfach optisch zwar als Loch, aber gameplay-technisch sind die nicht als noch zu durchlaufen. Schießt ihr gerade auf mich, ihr Pisser? Ah, die ging jetzt natürlich ins Nichts, in die Granate. Komm raus, damit ich dich sehen kann. Oh, krasse Wumme, oder? Ja, ich habe ein bisschen gefuttert. Komm, hier gebe ich auch einfach wieder ein Kuddel. Und noch zwei hinterher. Oh, hinter mir. Ich wollte eigentlich noch wegspringen. Du bist so gut wie gedammt. Kurz mal zur Seite. Weiter geht's. Da muss ich jetzt echt zwingend meinen Arm krippeln. Wir drücken uns das nächste Königinnenfleisch rein. Auch weiter, das Wasser haben wir auch noch. Oh, nicht mehr viel Muni. Okay. Na, wie war das um die Ecke gekommen? Ja, bam! Bam! Bist du echt? Ja, ich bin echt. Ich bin ein echter Motherfucker. Und jetzt nehmen wir die Plasmabombe in die Hand. So. Wie fühlt sich das an, von einem Mädchen in den Arsch getreten zu werden? Kate, okay, hast du den gerade in den Arsch? Warum nehme ich die nicht? Ja, Offiziersschwert brauchen wir nicht. Haben wir schon. Chinesisches Officer Suite.
No, just no. Da hat sich jemand den Kopf gegrillt. Okay, warum auch nicht? Etwas tief gefallen. Boah, die ist so krass. Willst du nicht laufen? In meinen Schuss hinein, du Sack. So. Hat sogar einen lustigen Hut aufgehabt. Richtig putziger Kerl. Bald sind wir wahrscheinlich wieder überfuttert. Übervoll, aber das borst. Kate, wo ist denn der hin, der auf dich geschossen hat? Der ist doch jetzt an dir vorbeigelaufen. Mensch, Kate. Da ist er. Achtung, Kate klopft ihn jetzt noch in Zeitlupe. Sie schlägt daneben. Sie ist echt eine Künstlerin am Gewehr, am Messer. Kann ich ihn nicht aufheben? Den? Ja? Ist sein Kopf? Ah, sein. Man kann nur seinen Kopf aufheben. Logisch, ist logisch. So, jetzt gehen wir noch kurz pennen da drin. Oben war ja, glaube ich, ein Bettchen. Und dann hätten wir das ja auch gesäubert. Wahrscheinlich steht auch auf der Karte bereits abgeschlossen. Genau, sehr schön. Ja, ein Stündchen schlafen. Geschlafen? Ja. Ich schon. Okay, total lecker habe ich geschlafen, Käthe. Haben wir noch was zu entdecken da drüben? Nein, haben wir nicht. Also zumindest nicht, dass es uns auf dem Kompass angezeigt wird. Das heißt, wir können jetzt... Wahrscheinlich gibt es diesen Punkt auch nicht zu entdecken, wo wir gegen diese Viecher oder diese gegen dieses Viech kämpfen müssen. Er hat ein paar aufgezählt. Ein paar Monster. Gucken wir einfach mal. Was müssen wir hier machen? Einfach Fleisch hinlegen, ne? Was für Fleisch? Dotti, was ist denn darum? Was ist denn das? Entschuldigung. Der Doc hat mich gebeten, Zeuge zu sein. Also bin ich Zeuge. Du hockst hier. Nebendran. Alter, wenn der Kampf hier stattfindet, bist du ganz schön gejuckelt, ne? Mein Kollege. Aber gut, wenn er will, wenn er unbedingt meint. Aber das reicht jetzt nicht mehr. Ich werde jetzt noch geschwind da drüben hingehen und dieses Ding da entdecken, da vorne, den Dingenskirchens. Und dann machen wir das in der nächsten Folge. Diesen Fight. Ich bin gespannt, gegen was wir da antreten müssen. Aber mit Jet und so weiter sollte das eigentlich irgendwie machbar sein. Wobei wir jetzt ja schon... Oh Gott, hat er jetzt gesehen, was da oben im Haus gelaufen ist. Da war glaube ich, so ein Schleicher. Ja, es ist einer. Da oben ist er. Parkourkönig. Ah, ah. Wow, wow, wir machen Ultra Damage. Krass. Oh, shit, Kate. Wir uns verfolgt nichts. Klebeband, sehr schön. Kate, mach du den mal bitte. Boah. Was, überlastet das Getriebe? Geht. Du bist aber auch ein heavy Bitch, ha? Huh? Hat er irgendwas? Ich nehme mal die Innereien mit. Die könnten schon reichen als Fleisch für... Oh. Als Fleisch für diese Mission oder dieses Aufgabenstückchen. Da vorne ist angeblich irgendwas. Da jumpen wir kurz noch hin. Und... Ha! Ich will noch kurz auf das Schiffchen gehen. Vielleicht finden wir da noch eine Kleinigkeit. Nö, nö, nö. Haarklammer, Buffout auch nicht schlecht. Und das war's. Dann entdecken wir mal diese Brücke. Die scheinbar keine mehr ist. War hier mal eine geplant, oder was? Sonderer Fallensteller, Dödel. Oh, da ist ja tatsächlich einer. Okay, warte mal. Ist es denn der ganze Ding hier? Das alles? Da gehe ich so ein bisschen da hoch. Und vielleicht können wir die dann von weiter weg schnitzeln. Wisst ihr, mit dem Scharfschützengewehr? Hier vorne sind keine. Gut, das sind echt nur die da unten, die zwei. Das ist ja lächerlich.
Das ist ja schwach. Das ist ja schon fast schwachmatenmäßig. Nichts da. Ich komm doch jetzt. Kochherd habt ihr hier. Ein Kochherd. Glaubst du das? Das ist zu glaube. Ja. Ich hab erstmal nicht getroffen. Da sag ich dann. Put up your weapon, sir! Wow, 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 Kate! Rock Point Lager. Das ist aber ein schönes Lager. Oh. Auf einmal ist es gar nicht mehr so schön. Oh nein. Okay. Bin die Scheiße gefallen, Kate? Ah! Okay, Leute, das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao!